Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Super Princess Peach. Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Parts noch geben wird. Wir sind auf jeden Fall in Areal 7. Und da gibt es auch drei weitere Level für uns, die wir spielen müssen. Und dann fehlt natürlich noch Welt 8. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Welt 8 ja auch noch existiert. Also warten noch 6 Level auf uns. Wir fangen mit 7-7 an. Und das ist die Wolkenwelt, das ist so ein Level, das ist nix für mich, ne? So, weil da kann man nämlich runterfallen. Warum gibt's hier Eis? Ach nee, das sollen Wolken sein, ne? Denke ich mal. Mal, den kann ich ja eigentlich hier rüberschmeißen. Ja, dort unten würde es eine Münze geben. Wollen wir da mal hinfliegen? Da gibt es sogar mehr Münzen. Zeigt es mir hier irgendwas an? Okay, Moment, hier ist eine Bonusröhre. Hier ist eine Bonusröhre. Ah, da komme ich ja nicht mal rein, hä? Da komme ich ja nicht mal rein. Aber Peach hat ja auch nichts an. Angezeigt hier. Peach hat ja auch nichts angezeigt. Oh, hier darf ich wieder mal weinen. Sehr gut. Dann geht's ab in den Himmel. So. Dann hopsen wir mal hier nach oben. Ach, hier sind Wolken. Okay. Die verschwinden aber, ne? Ui, gefährlich, gefährlich. Wir werden immer von diesen ollen Kugelwillis hier verfolgt. Alles klar. Aber ein Puzzleteil haben wir hier noch nicht. Sehr schön. Schnell hier oben rein. Aber hier wartet irgendwo ein Puzzleteil auf uns. Ah, das ist ein Scrolling-Level. Das ist natürlich nicht so cool. Naja, mal sehen. Ob wir das Puzzleteil trotzdem finden. Ich hoffe ja einfach, dass wir es finden. So, darüber. Es könnte vielleicht, wenn wir Glück haben, am Ende auf uns warten. Das wäre natürlich nicht verkehrt, ne? So, das Herz nehmen wir mit. So, dann geht es noch weiter nach drüben. Ach, ein Minispiel wartet hier auf uns. Okay, gut. Aber das nehmen wir trotzdem mit. Das nehmen wir trotzdem mit. So, welche Röhre müssen wir? In die letzte. Sehr schön. Also, manche Level sind auch ziemlich groß. Manche sind wieder relativ klein. So, den Stern haben wir aber auf jeden Fall. 50 zusätzliche Münzen, da können wir auf jeden Fall den Shop dann leer kaufen. Mal sehen, ob wir das in der Folge machen oder noch in einer anderen, je nachdem wie lange die gehen. Okay, ich habe gedacht Squalling, aber es ist nicht Squalling. Es ist Wind. Hier brauche ich irgendeinen Schalter. Okay. Vielleicht muss ich aber erst nach rechts gehen. Oh, ich muss mich heilen. Ich muss mich auf jeden Fall heilen. Ja. Okay. Oh mein Gott. Komm, heile dich, Peach. Sehr gut.
Mann. Okay, warte mal, hier kommen wir nach oben. Vielleicht hätten wir nach unten gekonnt, ich weiß es nicht. Oh Gott. Das ist kein schöner Abschnitt gewesen hier, muss ich sagen. Okay, warte mal, hier sind wir oben. Jetzt müssen wir wieder nach unten. Okay. Okay, jetzt müssen wir da rein. Oh Mann, Peach. Okay. Also ich weiß, worauf dieses Level anliegt hier. Also eigentlich könnte ich jetzt auch... Boah, okay, eigentlich wollte ich gerade sagen, ich kann jetzt hier auch fliegen. Ah, sehr schön. Okay, durch hier. Hui! Also, hier gibt es ein Puzzleteil oder ein Minispielchen, alles klar. Da haben wir das Minispielchen schon und da ist auch das Ziel, sehr gut. Totträger Level 9, du findest es unter Minispiele. Na, die werden wir uns auf jeden Fall auch mal anschauen. Und ich krieg wieder nur eine Rübe. Naja, egal. Level geschafft, das ist die Hauptsache. Wir können ab ins nächste. Da sind wir schon beim dritten Level hier in dieser verdammten Wolkenwelt. Scheiß Koopa, ey. Okay. Ich wusste, dass diese Dinger nochmal kommen werden. Dass die mich nochmal begleiten werden. Aber ich bin so froh, wenn wir die Wolkenwelt endlich abgeschlossen haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so froh. Weil das ist echt überhaupt nicht meins. Da, wo man so weit runterfallen kann. Ach, Peachy. Peachy, was machst du? Da kommt der jetzt hierher? Oh, ich hab doch den Sprungknopf gedrückt. Was willst du denn von mir, Peachy? Okay. Schön mit Gefühl bitte hier. Ah, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier meine Leben regeneriere, ob ich da mich hier an den Dingern festhalten kann. Bin mir da nicht so sicher.
Okay. Okay, gut. Den Abschnitt geschafft. Puh. Hey, das ist ein cooler Abschnitt hoffentlich. Da kann ich den Koopa nämlich mal zeigen, wie hier, wo hier der Haken hängt, ne? So, ein paar kleine Münzen. Ein Herzchen, sehr gut, nehme ich mit. Die großen nehme ich auch mit und dann sind wir hier auch durch. So, jetzt kann ich wieder einen Wind steuern. Und dann falle ich natürlich in den wunderschönen Abgrund dort rein. Hey, Peach. So. Wer ist nicht auch Koopa? Hier gibt es nochmal ein kleines Herzchen, sehr schön. Das nehme ich auch noch mit. So. Da war das Minispielchen. Boah, wie komme ich denn da rüber? Okay, warte mal, den Wind brauche ich ja in die Richtung hier, ne? Ah, das gibt's nicht. Ich wollte eigentlich dort fliegen. Muss ich jetzt auf den Wind warten? Okay, Moment, aber hier unten ist eine Röhre, da kann ich nicht reingehen. Warte mal, wenn ich das aber ändere hier, dann müsste mich der Wind ja eigentlich hier durchschieben, oder? Das müsste ja eigentlich klappen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, Minispielchen bekommen. Hui. Hutschütze, findest du ihn und ja. Ich ändere mal den Wind da lang, weil ich noch. Nee, ich bin am Ziel. Puh, Gott sei Dank, Wolkenwelt auch abgeschlossen. Alle drei Level gemeistert, die zusätzlich sind. Okay, Welt 7 auch abgeschlossen. Jetzt geht's in Bowsers Villa und auch da warten drei weitere Level auf uns. Den Boss haben wir ja besiegt. 8-7 wartet noch auf uns. 8-8 und 8-9. Okay, hier sind ja diese komischen Dinger, die in. Okay, Moment, ich werde mich mal ganz kurz heilen. Das sollte eigentlich funktionieren. Lass mich los. Und warum sagt ihr mir, ich soll hier hochfliegen? Okay. Gibt's da nicht, ja. Okay, warte mal, hier kommen nur Goombas raus, ne? Okay. So, jetzt flitzen wir mal ganz schnell hier nach oben. Und hoffen,
dass wir hier weiterkommen. Puh. Das Problem ist, hier sehe ich wieder relativ wenig. Aber hier kann ich mich heilen, weil hier gibt es immer so eine blauen Kullern, wie ich das sehe. Okay, voll geheilt. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass hier irgendwo... Ja, hier ist definitiv was drin. Hier gibt es ein Puzzleteil oder ein Minispielchen. Puzzleteil oder Minispielchen, alles klar. Ach, leck mich am Popo-Katapetl. Da muss ich nämlich hinausspringen und aufpassen, dass die Kugelwillis mich nicht erreichen. Okay. Was mache ich mit dem Kollegen? Komme ich da irgendwie ein bisschen höher? Ne, komme ich nicht. Okay. Das heißt, hier geht's weiter. Da kommen wir durch. Das ist alles kein Problem hier. Und da haben wir das Minispielchen bekommen und sind auch kurz vorm Ziel. Todsprung findest du unter Minispiele. Sehr schön. Ach, ich wollte eigentlich das Sternchen den Stern erwischen, aber naja. Ich bin auch endlich froh, eigentlich, wenn es endet, weil die Level, die triggern einen doch ganz... Okay, Moment, ich brauche ja... brauche hier die Flamme, ne? Oh ja, habe ich sogar ein paar mehr, die ich hier anzünden muss. Oh, hier hinten ist noch einer. Sehr schön. Damit haben wir die Tür schon geöffnet. Und können weitergehen. Warum kann ich hier nicht fliegen? Nachher muss ich mit Trampolinen. Da sind nämlich diese komischen kleinen Wolken. Da muss ich hier auch irgendwas anzünden. Nee, hier gehe ich mal ganz schnell durch. Hier ist ein Buhu. Okay. War kein Minispielchen. Oh Gott. Okay, warte mal. Einmal hier rüber und durch die Röhre. Und schnell weg hier vom Riesenbuhu. Okay, ich weiß, was ich hier machen muss. Hier muss ich wieder schnell sein. Und dann wartet am Ende ein Minispielchen auf mich. Oh mein Gott, okay. Da hat es mich entschärft. Eieieiei, okay, das ist fies, das ist richtig fies. Ach, nein, das habe ich vergessen zu weinen. Das ist eine richtig echt fiese Passage hier, vor allen Dingen diese Kleinsprünge da. Boah, ich schaffe gerade mal zwei Sprünge.
Ach, leck mich doch am Popokatapet. Ich muss mal. Ich muss erstmal zurückgehen und mich erstmal heilen hier, sonst sterbe ich ja. Sonst sterbe ich hier, das wollen wir ja nicht. Geben uns erstmal auf jeden Fall mal ein paar Herzen. Wir sind sogar fast. Okay. So, neuer Versuch. Okay. Bin auf jeden Fall weitergekommen. Oh, und wir sind am Ziel. Gott sei Dank, ja. Meine Güte. Und schnell hier rein. Und wir haben sogar den Stern geholt diesmal. Ich denke mal, vom Geld her müsste es reichen, den Laden auszukaufen. So, ein Level haben wir noch. 8 Neuen wartet auf uns. Oh, hier muss ich wieder schweben. Hier muss ich wieder schweben, aber ich muss hier halt nach oben kommen, ne? Sehr gut. Wir haben auch, glaube ich, noch gar nicht gesehen, was passiert, wenn der uns... Wenn der uns erwischt, ne? Also in welche Richtung wir hier schweben, ist, glaube ich, egal. Hauptsache, wir kommen hier durch. Oh, Gott sei Dank. Das hat geklappt. Wunderbar. Den Hammerbrüder, lassen wir mal. Den machen wir weg. Oh oh. Da saugt er uns ein, schaut mal. Weil wir jetzt nicht im Flug waren. Müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen? Ja. Wir müssen das Ganze nochmal machen. Großartig. Wir waren vor der Röhre eigentlich. Wir waren vor der Röhre, die uns ins sichere Ziel gebracht hat. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall durchrennen. Okay, das hat auch geklappt, sehr gut. So. Gerade so, ne? Und ganz schnell hier rein. Hoffentlich ist er jetzt weg. Ja, sehr gut. Schlitterpartie haben wir auch relativ oft hier. Oh mein Gott. Ich bin abgestürzt. Ich bin echt abgestürzt. Okay. Sehr schön. Ah, das Herz hätte ich mir eigentlich mitnehmen können. Aber auch dieser Abschnitt ist fertig. Und hier gibt es ein Puzzleteil. Ich denke mal, wenn wir Glück haben, gibt es das am Ende. Oh Gott, hier gibt es wieder diese fetten Kanonen. Ich weiß gar nicht, ob wir die... Ja, die kriegen wir auch kaputt. Okay. Und hier gibt es nochmal so viele Münzen. Und das Minispielchen. Und dann sind wir durch. Und dann haben wir alles. Sehr gut. Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann nochmal die Minispielchen an. Hier kaufen wir uns jetzt den Laden leer. Das heißt, die Zusatzlevel haben wir alle geschafft. In jedem Level haben wir die 3 Bonuslevel geschafft.
Sehr schön. Dann einfach mal in den Laden gehen und schauen, was wir da noch kaufen können. Willkommen im Laden. So, wir haben das Kaufmaul. Das Kaufmaul. Thank you. Den kaufen wir auch. So, dann haben wir... Ne, Moment, hier haben wir noch was. Oh Gott, da müssen wir aber noch mehr kaufen. Ich weiß nicht, ob da unser Geld ausreicht. Okay, den haben wir leer gekauft. Und nicht, dass wir nochmal Geld sammeln müssen. Also ich glaube, so 1000 braucht man immer ungefähr. Oh, jetzt habe ich nicht mehr so viel. 1700 könnte vielleicht sogar gerade so noch reichen. Ja, hat sogar noch gereicht. Okay, jetzt haben wir den Laden komplett ausgekauft, bis auf das eine, was dort fehlt. Ja, ich möchte gerne schon gehen. Im Menü können wir gucken, da haben wir das Closar. Da sehen wir alle Tiere, manche fehlen uns noch. Oder besser gesagt, alle Gegner. Ja. Okay, da fehlt wirklich einiges noch. Das hier sind auf jeden Fall die Gegner gewesen. Warte mal, hier haben wir die Minispielchen. Im Musikraum können wir mal reinschauen. Da können wir ja natürlich die ganzen Musikstücke uns anschauen. Okay, das haben wir auch. Bonus, was haben wir da? Ach, das ist Perrys Traum gewesen. Okay, die haben wir ja alle gesehen. Jetzt habe ich das natürlich angeklickt. Ach, Mann, Schmatz, 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 Großpapa. So, ja, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, müssen wir uns jetzt nicht nochmal anschauen. Wir haben den kompletten Traum am Ende ja schon gesehen. Dass er von dem Jungen in den... Schirm, also dass er ein Junge war, in den Schirm verwandelt wurde. Okay, was sind das hier für Fragezeichen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Perrys Träume haben wir. Wir können uns natürlich auch die Puzzle nochmal anschauen. Das hätten wir sogar komplett, ne? Ordne die Teile im Rahmen und setze die Puzzle ordentlich ein. Kann ich die jetzt irgendwie drehen oder so? Ich kann die ja nicht mal drehen. Ach, antippen. So, das haben wir. Warum dreht er die nicht? Ich weiß nicht, wo ich hier drücken soll, dass er die dreht. Irgendwo an der Seite hier? Wo muss ich denn das machen? Bin mir gerade nicht so sicher. Irgendwo an der Ecke, an der Seite hier drehen. Ich weiß nicht, wo ich die antippen muss. Jetzt hat er es zum Beispiel gedreht. Jetzt hat er es zum Beispiel gedreht.
Weil ich sehe ja halt auch nichts, wo ich das genau drehen muss, ne? Das zeigt mir hier keine Pfeile an. Zeit ist auf jeden Fall ziemlich schlecht hier. So. So, jetzt muss ich das noch gedreht kriegen. Na komm, dreh es. Ja, neuer Rekord, 2,45. Wenn das mit dem Drehen geklappt hätte, hätte das gepasst. Uns fehlen aber halt auch noch einige Puzzleteile, ne? Da zeigt es mir halt auch an, wie viele Teile. Ja, das sind die Puzzleteile, die ich halt jetzt aus den. Hier finden wir zum Beispiel nur eins. Die ich aus den übrigen Leveln, die ich jetzt noch habe, sammeln kann. Aber wie gesagt, das wollen wir ja nicht machen. Minispiele könnten wir uns nochmal anschauen. So, Toadsprung. Puste ins Mikro, damit Toad hüpft. Nutze den Touchpen und führe Toad ans Ziel. Und hol die Ziele von Himmel. Okay, also das mit dem Pusten machen wir nicht. Wir werden mal das machen, Level 1. Nutze den Touchpen, führe Toad zeitig ans Ziel, aber verbrenne ihn nicht. Okay. Okay, ich muss ihn also festhalten. Ich muss den hier ans Ziel bringen. Und ich soll den nicht verbrennen, alles klar. Okay. So, kann ich jetzt weitergehen? Ah, das ist die Zeit, die dort unten läuft. Ach so. Okay, also warte mal, das probieren wir mal nochmal. Level 1 haben wir geschafft. Wir spielen mal Level 2 noch. Sekunden haben wir Zeit. Sehr schön. Komme ich jetzt hier durch? Hallo? Hier oben geht's weiter, alles klar. Sehe ich auch irgendwo, ob der Leben hat, Tod? Hm. Na gut. Damit haben wir das auch. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Spiel noch an. Studiere die Regeln. So, soll ich irgendwelche Ziele abschießen? Okay. Okay, Luigi hätte ich nicht abschießen dürfen. Hätte Bowser, Bombe. Oh Gott, Mario durfte ich nicht abschießen. Okay. Okay. Das ist ja auch nicht so doof. Zeit abgelaufen. Ziel 100, Score 89. Okay. Hat nicht ganz ausgereicht, dass ich das geschafft habe, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Haufen mal Mario abgeschossen habe. Also ich habe 50 Sekunden Zeit und ich brauche 100 Punkte, ne? Ich muss halt aufpassen, dass ich keine Minuspunkte kriege. Ich weiß nicht, ob die Bomben
auch irgendwas bringen. Noch abschießen. Komm schon. Bitte nur 85. Habe ich jetzt so viele Minuspunkte gemacht? Okay, das war ja noch schlechter als beim ersten Mal. Na gut, okay, dann haben wir das Spiel auch. Hier muss ich ins Mikro pusten, was ich ja nicht machen kann. Okay, dann haben wir die Spiele uns auch angeschaut, dann würde ich sagen, sind wir auf jeden Fall durch mit Super Princess Peach. Das war der letzte Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, dann sehen wir uns wahrscheinlich in einem neuen Let's Play. Und ich bin echt gespannt auf Super Princess Peach 2, welches aber erst nächstes Jahr erscheint. Also, ihr Lieben, das war's damit. Wir haben alles soweit gespielt, was wir spielen können. Jetzt müsste ich eigentlich, wie gesagt, die ganzen Level nochmal machen und die Puzzleteile finden. Aber da wir die Level ja alle schon gespielt haben, verkneife ich mir das. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.